Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei GTA Racing. Wir sind mal wieder mit Formel 1 hier am Start. GTA Online. Nee, ist nix Challenge, ey. Klar, Mann. Erstmal Top-Starten gelegt. Alter, ich hab, man muss doch auf Go drücken, dann gibt man Gas, oder? Alter, wer macht denn? Alter! Alter, Bram hat sein ganzes Auto direkt verloren. Der ist über die komplette Reling geflogen. Alter, Bram, ey, wolltest du abkürzen oder was? Nee, einer bis zum Start gebremst. Abkürzen. What the fuck war denn das für ein Start, Alter, wie ihr geflogen seid? Das war ja besser, als Sophia Flörsch geflogen ist, ey. Aber, ey, Bram, kein Problem. Du steigst jetzt aus, Leute. Du steigst jetzt aus und holst dir einfach eine Cola. Nee, Ram, mal nicht so. Was ist das für ein Typ? Geiler Formel 1 Insider. Ja, die meinte hier E-Sport. Alter, Bram, das ist ja alles nicht so. Hallo, sind wir bei Rackfest? Wenn du da einen Unfall hast, dann steigst du aus und holst dir eine Cola. Ja, und nicht Formel 1. Alter, ich gönn mir gleich deinen Anus, aber richtig lecker. Ja. Ich sehe überhaupt keinen mehr auf der Mitte. Oh, hast du dir schon den Anus gegönnt, ne? Und damit meine ich die Wand. Wie kann er denn so weit vorne sein, obwohl er so einen riesen Abgang gemacht hat? Das gibt's ja überhaupt nicht. Wer ist weit vorne? Bram? Ja, Bram ist bei mir auf vierter Position, wir sind gar nicht mehr. Ja, eben. Mich hat das eigentlich gar nicht so schlimm erwischt. Ich bin trotzdem fünfter. Ja, muss ich jetzt in die Box oder nicht? Ach, Quatsch. Quatsch, Box, Schmock, sag ich immer. Hauptsache an Bram vorbei, ey. Bei mir ist doch alles heilig, glaub ich, Bram, ey. Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch eigentlich voll kaputt gewesen. Ja, mir fehlte nur der Front-Spoiler. Ha! Ja, die Strecke konnte ich auch mal letztes Mal besser, ey. Hä? Wieso hab ich jetzt plötzlich so einen Boost? Eine gab's ja, Windschatten. Ne? Oh, stimmt, nee. Man konnte halt aktivieren. Und den, achso, den Boost, ja, den kannst du aktivieren. Genau, ich versehe gerade in der Kurve aktiviert, das war problematisch. Oh mein Gott, er ist doch voll gegen die Wand gefahren. Sehr gut, Jay. Ich gebe hier die ganze Zeit irgendwie Windschatten. Ja, mir. Mach mal. Oh mein Gott, da war Wand. Oder ist er? Hallo. Oh, Christian, was? Alter, könnt ihr mich mal alle sonst wo? Boost, weg da. Was? Oh, Christian! Ist dein Auto weg? Ja, Sepp, was bremst du denn noch nicht? Ja, nee, ich wollte die Kurve einfach außen nehmen und dann stand da irgendwie so ein Typ. Oh, jetzt stehe ich. Oh nein. Oh, kacke, ey. Aber mein Fahrzeug, das ist einfach Terminator, das hält alles aus. Heckflügel hat schon Feierabend, ja. Oh, aber ist denn die Box? Ich muss in die Box. Kann ich irgendwo aus. Jungs, zieht mir weiche Reifen auf. Kann ich das irgendwo auswählen? Ich glaub nicht. Ja. Ich glaub, du hältst immer die gleichen. Ja, fick mich doch. Ja, man muss auf weich gehen, ne? Das hab ich auch vergessen. Ja, ich habe auf hart gestellt, aber ich wusste auf nicht mehr... Auf hart? Nee, auf Mittel. Auf Mittel hatte ich gestellt, weil ich mir dachte, ja, dann fährst du damit halt durch. Aber ich habe damit nicht gerechnet, dass man ja nochmal in die Box muss. Das weich wahrscheinlich ist immer am besten. Der Bram dabei ist auf jeden Fall. Ah, ja. Hey, wenn du Formel 1 spielen willst, musst du Formel 1 spielen. Geht ja. Letztens hab ich in den Vorschlägen von GTA Online jetzt mal einen Vorschlag gesehen über Formel 1 verstecken. Er hat sich wirklich einer richtig Gedanken drum gemacht. Hey! Ja? Und wie machst du das dann? Warte, also, das kriegst du wieder. Mit was? Den alten Rennwagen. Aber die sind ja nicht so die neuen Rennwagen und dann der Sucher nur auf Cockpit-Perspektive und hat einen schnelleren Wagen als die anderen und dann musst du fangen quasi. Aber das ist ja dann nicht verstecken, das ist ja dann so fangen, gelogen, oder? Hier an der Stelle. Das ja, ist das ist verstecken. Also okay, ja, das ist verstecken. Es gab früher, gab es ja auch Fangen-Verstecken. Da musst du dich verstecken und danach musst du gefangen werden noch. Ja, das darf man quasi Modern Warfare machen. Genau. Also nicht nur sehen, sondern auch berühren. Oh, belastend, ey. Au! Also das Schöne ist, bei dem Formel 1-Wagen muss man einfach nicht bremsen. Nur in einer Kurve auf der Map, wa? Bei der, du musst sogar in der Dreier- und in der zweiten Zweierkurve musst du, finde ich, auch bremsen. Das zweite, in der einen Linkskurve. Das ist keine Zweier, das müssten die eigentlich als Dreier ausgehen.
Wo war die denn nochmal? Hier nicht. Im mittleren Abschnitt ist sie. Genau. Da. Ram, wieso bist du so weit weggefahren, ey? Ich habe der bessere Farbe von uns beiden. Ha, jetzt habe ich Windschatten. Lecker Schlecker machen. Ich weiß, nachdem du halt rechts komplett. Links, Entschuldigung, du bist links an mir vorbeigefahren, komplett in die Bande rasiert hast. Ja, was macht ihr denn hier? Der fährt einfach wieder auf die Strecke. Was stimmt denn mit dem nicht? Ja, zwei Plätze gut gemacht, Jungs. Kurz vorm Ziel. Oh, ich weiß nicht, ob ich da was verloren hab. Ich hoffe einfach mal nicht. Du kannst auch den rechten Stick drücken, dann kannst du dich von vorne sehen. Ich hab keinen rechten Stick. Ich glaub, V ist das. Was ist hier? Okay, krass. Easy! Das ist aber nicht so schwer hier. Hier ist sie aber auch bei als Dreier ausmarkiert, Christian, die Kurve. Nee, es gibt eine Zweierkurve, die nach links geht, die sehr eng ist. So, dann meinst du aber nicht die Dreier. Nee, deswegen sei, die müsste eigentlich eine Dreierkurve sein. Ah, Zweiter immerhin. Als ob Start. Er schon durch ist. Klar. Schieters. Was macht das so zu geben? Ja. Ah, Mann, ey. Das ist ja komplett drüpp, der Typ. Ja. Das war doch ein entspanntes erstes Rennen. Bitte nicht crashen. Ja, ich habe jetzt einen Sieg gehabt, jetzt kann ich richtig reiten. Okay, der andere hat schon einen Start verkackt. Ja. Das ist aber gar nicht schlimm, weil es gibt jetzt schon... Oh Gott! Oh Gott! Wer fliegt denn da schon? Mein Hinterteil ist schon weg. Ach komm, Alter. Meine Front ist weg. Das war ein Trick, oder? Ja. Da muss man mir erstmal nachmachen, Leute. Direkt reparieren, Junge. Ja, ich wollte auch gerade sagen, direkt... Gut, dass man hier in die Box fahren kann. Ja, aber direkt zu Anfang. Alter! Alter, what the fuck? Was ist das für eine Kurve? Ein Dreier, ne? Dann war auch eine Alter, wie eng ist denn das? Das Monaco? Brammen, Alter! Wie Brammen, Alter? Du musst auch Gas geben, Junge! Ich geb Gas! Dann ist hier alles fucking fick dich! Mehr Gas! Fucking fick dich, Bloody! Fuck you, Bloody! Da hast du es probiert, wa? Die sind sich da vorne bumsen, ey, finde ich gut. Fällt mir. Du Wichser, ey! Ich bin noch ganz und selbst? So eine Scheiße, Mann! Ja, wer unfair fährt, fährt unfair. Komm doch nicht mehr hinterher. Du hast mir den Frontflügel abgefahren, du Arschloch. Du bist einfach nur... Nee, du auch nicht. Oh, Jay, was ist denn da? Du kommst nicht da vorbei. Alter, weißt du? Oh Gott. Oh, was? Ja, hast du auch verdient einfach. Aua. Mehr hast du nicht verdient. Also der Schreier kannst du nehmen. Was ist das für eine Strecke, ey? Mann, wie lange geht denn die da? Ich muss in die Box! Ja, gut, das jetzt war ist Runde 2, da ist die Box. Ich glaube, wenn du am Anfang nicht in die Box müsstest, hättest du echt einen guten Vorteil gehabt. Aber das hat schon ordentlich gescheppert. Ich war richtig, ich glaube, ich bin selber aber abgeflogen. Oder Fremdverschulden. Christian musste jetzt gar nicht in die Box. Nee, ich war doch eben. Ahnung. War nur in der ersten Runde, das reicht. Oh, der ja, Hubbel da! Mega zurück, der Hubbel in der Kurve, der ist aber gefährlich. Oh Mann, ey, ich mach auch eher so Wallgrinden statt Kurven fahren. Soll ich euch da jemals so überholen, ey? Tony Hawk kommt noch nicht raus. Diese Verzweiflung. Oh, da freue ich mich auch richtig. Ja, ist doch scheiße, Mann. Tony Schmock. Ich glaube, das habe ich damals aber auch nur in so einem Sommerloch gespielt, wo ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Das habe ich nie gespielt. Ich habe das voll viel gespielt. Das wundert mich jetzt. Die Rekorde zu machen. Hat auch voll viele Easter Eggs gehabt. Und diese Betonmauern, die sind auch mega unnötig einfach nur. Da fehlt ja
Ah, Jonathan kommt schon näher, das ist aber kacke. So Quatsch. Moment mal, ich bin gar nicht Zweiter, ich bin Dritter. Wer ist denn dein Erster? Wahrscheinlich unser Custom Off. Fällt mir jetzt das auf. Ah, hier war der Hubbel. Da komme ich doch nie dran an den Sebastian, ey. Ja, glaube ich nicht, dass du das nicht schaffst. Ist ja so kacke gerade. Nee, aber irgendwie ist nicht so meine Strecke. Ich mag das nicht so eng. Einfach. Alter. So, bei Bram ist jetzt Action, oder was? Nee, noch nicht. Bram sieht echt eng aus. Oh, Kacke! Oh, da hat irgendwas gescheppert. Oh, da bin ich aber eiskalt mit meinem Boost. Da habe ich die Länge unterschätzt von dem Stück, wo ich die eingesetzt habe. Das war nicht gut. Eine saubere Runde. Kriegt der jetzt irgendwas für? Nee, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Oder war er in einer Box? Ja. Oh, Bram musste in die Box? Oh! Musste in die Box. Lol, ich habe mich jetzt nicht gedreht. Oh, warum? Kacke! Das wäre meine Chance. Chance. Oh, schade. Ja, gut. Alles noch dran. Komm, Christian, ist ein Checkpoint vor mir. Hubbel! Mann, vielleicht zwei. Das ist ja voll gut. Na, ja, ich hab mich hier nur gedreht. Dass Jonathan nicht fahren kann. Das wird er aufholen. Oh shit, was hab ich da gemacht? Hä, man kann durch die Obstacles durchfahren. Ey! Scheiße. Wir haben noch eine Runde. Ja, ich das weiß. Ich hätte dich nicht überholen sollen. So ein Mist, ey. Nein. Scheiße, nee, komm mal langsam näher, ey. Was mache ich denn hier für ein Mist? Ich dachte, ich kann nicht fahren. Oh, guck mal, da sehe ich schon die kleine Mistfliege nee. Da hinten. Was fahre ich denn hier auch, ey? Hallo? Nee, ich gebe Gas. Raus. Ich gebe Gas. Easy, ganz fair überholt hier. Rad an. Rad an. Rad an. Hey, hey, was soll ja, das jetzt? Ja, guck mal hier, ganz einfach. Das ist ja nicht mal die letzte Runde. Das ist nicht gut. Oh! Oh, Christian! Nein, nein, nein! Ja. Nein! Oh! Fuck! Oh, jetzt krieg ich kein Glück mehr. Meine Reifen sind im Sack. Oh mein Gott, Telefonmast! Oh mein Gott, Wand! Oh, scheiße, da ist Jay schon. Oh Mann, ey! Ich dachte, ich fahr so schlecht, Sepp. Oh Mann, nein, ich fahr so schlecht! Du hast immer gesagt, du fährst so schlecht. Ja! Oh, Jay! Nee, Jay, du bleibst schön hier. Bleib schön hier, ey. Fuck! Ah, du bist festgefahren, die Wurst, obwohl da reinrammt. Oh, herrlich. So was muss auch bestraft werden, einfach. Nein! Oh, Jonathan, also das war aber auch echt eine schwache Leistung. Ja, kann man nicht anders sagen. Toll, Jay, dafür habe ich $1000 gesetzt. Ja, tut mir leid. Auf Jonathan? Was ja. Otz, Otz. Oh nein, ich starte als Erster. Warte mal, ist das direkt, das ist direkt die Box, ne? Oh, direkt Windschatten. Ja, das ist das Problem. Oh! Alter, komm, ey! Alter, fahr doch nicht einfach quer! Mann, was macht ihr denn? Ihr könnt mir doch nicht meine ganze Karre auseinandernehmen! Okay, nice. Die fährt überhaupt Alter, nicht mehr! Ich hab nichts verloren und ich hab... Nein! Komplett kaputt, ja! Alter, Christian!
Der Pinke hat mich gedreht. Ja, bitteschön. Was soll ich machen? Boah, Alter. Jetzt krebs ich wieder das ganze Rennen hier hinten rum. Ja, was soll ich denn sagen? Mama, Mama, Mimi. Komm, ich krieg dich noch. Aber die anderen, du bist eh viel zu schlecht, Sepp. Ich weiß nicht, ob du reparieren musst, Jay. Da spricht der Frust. Finde ich gut. Ich weiß nicht, ob du reparieren musst, Jay, aber der aus der Box kommt, der wird gleich abgeschossen. Ja. Ich muss nicht reparieren. Das ist eine kurze Map. Wagen ist im Arsch. Fahrzeugzustand, egal. Kommt ja auf der Map ja eh nicht drauf an, ne? Fiesen Dreierkurven, ey. Oh ja. Oh, das war nicht. Oh Mann, da war da genau die Ecke. Guck mal da. Ja, hallo. Wieder Christian, schlecht gefahren, Mann, von Sebastian Lenz. Gönn mir mal. Harter Fahrfehler, ey. Kommentar aus dem Off. Oh, was war das denn? Ja, der lackt sich die ganze Zeit nur durch und fährt die ganze Zeit wie ein Haufen Scheiße. Das regt mich auf. Was war das denn, ey? Oh, der war richtig kacke. Ich glaube, Jonathan ist wieder da. Ich bin satzig des Todes, Mann. Das nervt. Hey, Bombalun ist hier. Oh, mein Auto ist übrigens immer noch ganz. Ich bin schon so oft in irgendwas reingescheppert. Also heute hält die Karre aber gut. Meine Karre ist richtig am Arsch jetzt. Ich muss auch in die Box. Dann kommt Jay auch noch bestimmt. Sieht doch noch anders. Oh Mann! Da haben wir den Lappen schon überholt. Ups. Oder? Nur weil du Glück hast, dass du nicht kaputt gegangen bist, weißt du? Ja, stimmt, weil ich schon in der Box war, du Affe. Ja, weil du fahrunfähig bist. Nee, weil ich weggecrashed wurde am Anfang. Ja, von wem denn? Von mir von nicht? Von allen. Ach so, nee, von allen. Von jetzt allen. Lügt er auch noch. Jetzt lügt außer er von, auch außer noch. Von Bram. Ah, ja. Welche Farbe hast du? Ich bin einfach an euch vorbeigefahren. Ich bin weiß. Welche, du bist weiß? Okay, da bist du von allen gecrashed worden, weil du lagst auf allen drauf. Glaube ich nicht. Ach, Sepp labert einfach nur Scheiße. Der ja, weiß. Same. Ich fahre gerade auch insane? Eine Grütze zusammen. Bram gewinnt einfach trotzdem. Das ist einfach eine gute Fahrleistung, die man anerkennen muss. Ich war nicht gut. Genau, ich bin einfach nicht getroffen. Ich war überhaupt nicht gut. Ich habe schon so viele Wände mitgenommen. Boxengasse war ich mit am Start, aber ich habe so einen Vorsprung einfach gehabt nach dem ersten Sieg. Oh, eine Strecke hier. Meine persönliche Bestzeit war bisher 2 Sekunden hinter der von Christian. Ich bin aber auch gerade nur gefahren, ob ich mal gut durchgekommen ausnahmsweise. Hab ich aber auch fast einen Reifen abgefahren. Ja, in diesen Zweierkurven da am Ende, die sind sehr eng. Also Jay, wenn wir die Zeiten mal vergleichen, ne, dann sieht man eindeutig, wer der beste Fahrer ist. Also eine Sekunde schneller. Bitte. Siehst du den? Ich seh den nicht. Ich glaub, du schluckst nur meinen... Abgase. Ja. Fuck. Komm, Jay. Bombalun! Hab ich einen harten Fight mit Bombalun? Alter, was machst du da, Junge? Oh mein Gott. Alter, wie fährst denn du? Du fährst ja noch schlimmer als Jay und ich wusste gar nicht, dass es geht. Du musst bis kurz vor Startziel hinter dem bleiben, um dann den Windschatten zu kriegen, sonst verlierst du. Ja, der fährt aber auch wieder. Alter. Easy Dritter. Hier. Sollen das, ey? Blockt er mich hier? Jay hat den bestimmt bezahlt. Easy Dritter. Das ist für sein Rennen hier mit nur 3200. Wir müssen mal die Gesamtwertung angucken, wer da Rennfahrer ganz gut ist und wer von uns der Schlechteste ist. Das Rennfahrer ist, glaube ich, wir sollten uns auf jeden Fall die Zeiten angucken. Vor allem ist wichtig, wer der Schlechteste ist. Ja, Bumbalum. Der sollte viel Häme abbekommen. Boah, Bram ist sogar guck mal, Jay, eine 45er-Zeit ist einfach echt nicht gut. Ja, meine letzte war geil. Also, ne, Bram fährt wenigstens 44-2, Alter. Boah, also, ist wirklich stark. Ich bin hier nicht konstant gut gefahren. Das ist wirklich wieder gut. Meine erste beste Runde war 48. Aber Jonathan war halt einfach auch ja, nicht gut. Ja, gut, aber dann bist du die letzte echt gut gefahren. Ja, nur die letzte, ja. Danach, ich hab zwischendrin keinen Mal geschafft, meine eigene Bestzeit zu knacken. Nur in der letzten.
Ich bin dafür, dass wir heute nur noch mit über 30er reden. Hey, was soll das denn heißen? Ja, nur weil du jetzt gerade 31 ja, geworden du bist, oder was? Über gleich 30. Nee, Punkte. Ach so. Ah, okay, muss ich auch genauer ausdrücken. Also, ich war ja krass. Und dann muss man auch mal festhalten sagen, hier zum ein. Ende. Bram ist einfach krass. Jason Lappen, bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao. Der